Lieben, heute geht es um Basics, die zeitlos sind. Wenn man die im Schrank hat, wird man so viel mehr Outfits im Herbst und Winter kreieren können. Einfach, weil sie so ein bisschen wie der Leim im Outfit sind, der alles zusammenklebt, sodass es gut hält und auch gut aussieht. Man kann mit diesen Teilen auch super eine Capsule Wardrobe erstellen. Das heißt, eine Garderobe mit wenigen Teilen, die aber extrem gut miteinander kombinierbar sind. Man wird also seltener verzweifelt vorm Schrank stehen, weil einem das entscheidende Teil zu einem tollen Outfit fehlt. Und ich gebe heute auch Tipps für ein kleines Modebudget. Und es geht nicht darum, extrem günstige Teile zu kaufen, sondern Teile, die erstens vielseitig sind und zweitens zeitlos und langlebig und so das Budget schonen. Und die Teile sind auch kältetauglich, das heißt, man sieht nicht nur gut aus, aber friert sich den Hintern ab im Herbst und Winter. Und jobtauglich sind sie auch. Denn viele von euch schreiben mir, Natascha, mach doch mal ein Video zu klassischer Mode, Mode für den Job. Ja, heute will ich es anscheinend euren Recht machen. Ich denke jedenfalls, für jede von euch ist heute was dabei. Nummer 1, zeitlose Mäntel. Mein Tipp, bevor ihr euch Mäntel in trendy Schnitten und Farben zulegt, schaut, dass ihr ein oder zwei zeitlose Mäntel in neutralen Farben im Schrank habt, also Camel, Beige, Schwarz, Grau, je nachdem, welche neutralen Töne ihr persönlich mögt oder welche zu eurem Farbtyp am besten passen. Solche neutralen Farben wirken auch meist hochwertiger als Knallfarben und man kann sie einfach mit allem in der Garderobe kombinieren. Unterm Mantel kann man ja immer noch Knallfarben tragen, beim Oberteil zum Beispiel. Es reicht ja, wenn ein farbiges Oberteil zum Beispiel zu zwei Unterteilen passt. Ja. Und auch bei den Schnitten würde ich nicht so sehr in die Trendy-Richtung gehen. Im Moment sind ja Cropped-Jacken sehr angesagt oder auch Oversized-Mäntel. Aber erstens sind diese Schnitte nicht zeitlos und zweitens stehen sie auch nicht jeder Frau. Ein Oversized-Mantel kann eine kleine Frau schnell mal optisch verschlucken. Na, wo ist sie denn? Ja, man sieht halt schnell aus wie ein laufender Mantel. Ja, und die Cropped-Jacken sehen gerade an kleinen Frauen gut aus. Bei einer großen Frau oder einer Frau mit langem Torso sieht es so aus, als seien sie wie eine 8-Jährige aus der Jacke rausgewachsen und müssten dringend mal wieder mit der Mama in die Stadt eine neue Jacke kaufen. Da muss man dann halt geschickt layern mit längeren Teilen darunter, damit es gut aussieht. Und dann wird es halt wieder kompliziert. Wenn man also nicht gerade Modehuhn mit Leib und Seele ist und jeden Morgen gerne vom Spiegel stylt und zaubert, dann ist das nichts. Mit zeitlosen Schnitten sieht man halt in 3 Jahren immer noch up-to-date aus. Ich habe das Gefühl, ich bin heute ein bisschen offenherzig unterwegs. Ich schließe meinen Knopf. Entschuldigung, wenn es wieder laut wird. Irgendwie kriege ich es nie hin mit meinem Mikro. Aber wenigstens habe ich heute keine Raschelbluse an. Ja, also, als goldene Regel kann man sich merken, körperumspielend, gut sitzend und vor allem an den Schultern passend. Das schmeichelt den meisten Frauen und das ist auch zeitlos. Und dann kann man immer noch trendy Sachen dazu kombinieren, wie zum Beispiel eine weit geschnittene Jeans. Ich habe jetzt einmal diesen Trenchcoat von Mango aus Baumwolle. Das ist übrigens auch ein Tipp bei kleinem Budget, achtet auf die Materialien. Tendenziell kann man sagen, je teurer ein Mantel, desto höher der Naturfaseranteil. Also bei Wollmänteln der Anteil an Schurwolle, Kamelhaar, Kaschmir, bei Trenchcoats der Anteil an Baumwolle. Ja, und Trenchcoats mit einem hohen Baumwollanteil sehen immer hochwertiger aus als solche mit viel Polyester. Bei Steppjacken kann man die Kunstfaser nicht vermeiden. Meines Wissens kann man die nicht ohne herstellen. Und ja, wenigstens ist das Schwitzen draußen im Herbst und Winter kein Problem. Und die Kunstfaser lässt eine Steppjacke zumindest nicht billig aussehen. So, dann habe ich noch diesen Mantel hier von Mango. Das ist ein Max Mara Dupe. Max Mara steht hier für zeitlose, luxuriöse Mäntel, die natürlich auch verbrannt teuer sind. Dieses Dupe hier von Mango finde ich sehr gelungen. Das hat mit 76% einen recht hohen Wollanteil für einen Mantel aus diesem Preissegment. Dann noch ein Tipp für alle, die im Herbst und Winter elegant und schick aussehen wollen, zum Beispiel für den Job oder weil das einfach euer Stil ist. Die Frostbeulen unter uns greifen ja, wenn es richtig kalt wird, gerne mal zu Steppjacke oder Parka, inklusive mir. Einfach, weil die noch besser wärmen als ein Wollmantel, bei dem es durch alle Ritzen pfeift. Aber die Steppjacken wirken natürlich eher casual, sportlich, statt elegant. Deswegen habe ich mir dieses Jahr mal eine Unterziehsteppjacke zugelegt. Die ist schön dünn, die trägt nicht auf und man kann den Kragen variieren. Und zwar kann man den so umklappen, dass man die Steppjacke unter dem Mantel nicht sieht.
Man bleibt schön warm. Mit dieser Unterziehjacke kann ich meinen Trenchcoat auch mal bei unter 15 Grad tragen und meinen Wollmantel auch mal bei unter 5 Grad, ohne mir einen abzufrieren. Ja, und diese Art von Vielseitigkeit schont auch das Budget. Man muss sich also nicht 3 Übergangsjacken zulegen für jede Wetterlage, sondern man layert einfach. Die Jacke ist von Uniqlo, die gibt es auch in vielen anderen Farben. Ich verlinke sie mal unten, so wie auch alles andere heute im Video. Nummer 2, Loafers. Ein paar Loafers machen jedes Outfit ein bisschen angezogener, eleganter, sind zum Beispiel für den Job einfach super. Und die Modewelt liebt Loafers. Immer wieder tauchen die auf den Laufstegen. Momentan sind die Chunky Loafers sehr angesagt. Wenn ihr es also ein bisschen moderner, lässiger, cooler liebt, dann lohnt sich so ein paar. Und ich prognostiziere, dass die auch in den nächsten Jahren nicht so schnell verschwunden sein werden. Die Chunky Schuhe, das zieht sich so wie ein roter Faden durch die letzten Jahre. Die gehen so schnell nicht weg. Außer die Dad Sneaker, die sind wieder weg vom Fenster. Aber ansonsten Chunky Boots, Chunky Loafers, Chunky Sandalen. Liebt die Modewelt. So, wenn ihr aber sehr klassisch unterwegs seid oder einfach ein sehr zeitloses Paar Schuhe wollt, dann legt euch ein klassisch geschnittenes Paar Loafers zu. Der absolute Klassiker sind von Gucci, diese Horsebit Loafers. Die sind natürlich ein bisschen preisintensiver, auch ständig ausverkauft. Es gibt aber sehr viele tolle Dupes. Vielleicht verlinke ich euch unten mal welche. Diese hier, die ich gekauft habe, habe ich das Preisschild dran gelassen, weil die eine Nummer zu klein ausfallen. Ich fühle mich, als würde mein Fuß immer weiter wachsen, was eigentlich in meinem Alter ungewöhnlich ist. Aber ja, sieht auch einfach nicht gut aus. Ich habe Größe 41 bei 1,72 Meter. Ich kann mich bei mir mit diesen Chunky Loafers nicht anfreunden. Bei anderen Frauen finde ich sie aber immer toll. Schreibt gerne eure Meinung mal unten rein. Nummer 3, schlichtes Kleid. Ein zeitlos geschnittenes schwarzes Kleid geht auch nie aus der Mode. Und wenn ihr ein Kleid wie dieses habt, dann ist das auch noch sehr vielseitig. Also so ein fließend geschnittenes Kleid, das nicht zu kurz ist. Das kann man nämlich tagsüber im Job mit einem kurzen Pulli oder Cardigan drüber tragen und Stiefeln. Und abends dann zum Weggehen zu festlichen Anlässen, wie zum Beispiel der Weihnachtsfeier. Und dann trägt man zum Beispiel High Heels dazu. Auch hier bei den Kleidern würde ich wieder auf die Materialien achten, wenn ihr euch nicht totschwitzen wollt. Denn bei fließenden Kleidern wird gern mal mit Kunstfasern gearbeitet, damit man diesen fließenden Effekt hinkriegt. Da würde ich auch wieder zu Viskose greifen. Das ist zwar keine Naturfaser, aber eine naturähnliche Faser, das habe ich jetzt auch schon tausendmal gesagt, die aus Hölzern gewonnen wird wie Eukalyptus und man schwitzt halt einfach nicht. Nummer 4, Streifenpullis. Im Moment sind Streifenpullis sehr angesagt, also die mit Kragen oder Reißverschluss und die so ein bisschen weiter geschnitten sind, sieht man im Moment überall. Soweit ich weiß, hat das Label Totem diesen Trend losgetreten. Das ist ja ein skandinavisches Label mit minimalistischen, ultramodernen Schnitten, also traumhafte Teile. Ja, im Grunde ist aber so ein Streifenpulli ein zeitloses Teil. Es hat so ein bisschen was von Pariser Schick. Streifenpullis werden einfach nie total out sein. Niemals wird jemand sagen, Streifenpullis kann man doch jetzt nicht mehr tragen. Und dieser hier ist auch noch vielseitig. Den kann man nämlich sowohl im Sommer als auch Herbst tragen, weil er aus Baumwolle besteht. Das ist eine etwas dickere Baumwolle. Aber in Baumwolle schwitzt man einfach nicht im Sommer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde niemals eine Wollstrickjacke im Sommer tragen. Ich finde es einfach unangenehm. So, man kann ihn also im Sommer zu Shorts oder ganz leichten Stoffhosen tragen, im Herbst zu Lederhosen, Jeans oder auch zu einem Tüllrock, wenn ihr modisch ein bisschen experimentierfreudiger seid, so ein bisschen à la Carrie Bradshaw. Die Tüllröcke sieht man auch immer wieder. Das ist so, vielleicht ist es auch so ein bisschen Y2K jetzt. Ich habe noch keinen Anlass dafür, ihn zu tragen, aber vielleicht mal zu einer Weihnachtsfeier, auch mit einem engen Rolli obenrum. Sieht sicherlich auch toll aus. Und im Job passt so ein Streifenpulli am Casual Friday oder wenn ihr in einem Job arbeitet, wo man auch ein bisschen lässiger gekleidet sein kann. So, Nummer 5, mittelgroße Kreolen. Also für mich ein absolutes Must-Have in einer eleganten, zeitlosen Garderobe. Wer mich länger kennt, weiß, dass ich fast jedem Video mittelgroße Kreolen trage. Auch im Alltag, also eigentlich in jeder Situation, außer beim Sport. So, und diese hier trage ich eigentlich fast jeden Tag und auch in fast jedem Video. Die habe ich mir vor 2 Jahren bei Another Stories gekauft. Die gibt es auch, meine ich, immer noch. Und jetzt neulich habe ich mir noch diese hier zugelegt. Silber ist ja wieder im Kommen. Es können sich also alle freuen, die Gold nicht mögen. Diese hier sind von Arquette, also auch in dieser Größe, aber einfach ganz klassisch rund. Ja, und solche mittelgroßen Kreolen passen einfach bei jedem Anlass, sind nie too much, geben
einem Outfit einfach so ein kleines Upgrade und wirken elegant. Nummer 6, Stiefelett mit kleinem Absatz. Eine Frage, die ich von euch auch immer wieder kriege, ist: Natascha, welche Stiefeletten kann ich zu welcher Hose kombinieren im Herbst? Ja, und es gibt eine Stiefelette, die wirklich zu allem passt. Und zwar ist das eine Stiefelette mit einem kleinen Absatz. Und da ist mein Tipp, legt euch eine in hell, in einem hellen Farbton und eine in einem dunklen Farbton zu. Also hell, zum Beispiel Creme, Cognac, Taupe, dunkel, schwarz. Das würde ich machen. Wenn aber schwarz so gar nicht in eurer Garderobe vorkommt, dann ist vielleicht dunkelbraun eher die bessere Wahl oder Anthrazit oder dunkelgrau. Ja, mehr braucht man einfach nicht und deswegen muss ich jetzt auch nicht so viel reden. Beim letzten Mal hat das Video 23 Minuten gedauert, jetzt gebe ich ein bisschen mehr Gas, auch weil ich mal Hunger habe um die Uhrzeit. Und wenn ich mich hier in der Kamera sehe, kriege ich irgendwie Lust auf Kürbissuppe. Der Absatz der Stiefelette, der kann so sein, wie es euch gefällt. Also es kann ein ganz kleiner Blockabsatz sein oder ein etwas höherer, sagen wir mal 5 cm oder auch ein schmalerer Absatz. Am besten sehen ja die Blockabsätze bei kräftigeren Waden aus, weil es einfach von den Proportionen besser passt, zueinander passt. Und die kleineren Absätze oder die von hinten breit und von der Seite schmal sind, so diese 90er-Jahre-Absätze, sieht man jetzt auch wieder, die sehen bei schmalen Waden am besten aus. Die Stiefelette mit dicken Absätzen sieht bei einer schmalen Wade schnell zu wuchtig aus. Ich würde mich in diesem Fall nicht so sehr von den Trends verleiten lassen, also was die Absatzformen angeht, sondern davon, was an euch am besten aussieht, und einfach im Spiegel mal Fotos machen oder ein Video von euch selbst. Schaut einfach, was euch am besten steht. Findet die für euch perfekte Absatzform, denn so einen Schuh werdet ihr erfahrungsgemäß viele Jahre tragen. Die trendigen Schuhe, auch die Chunky-Schuhe, wenn ihr darin doof ausseht, so wie ich, lass es einfach, weil ich kenne mich da, ich werde die einfach nie tragen. Übrigens habe ich ja letztens in einem Video gesagt, lange Stiefel sehen zum Midi-Rock besser aus, einfach weil man dann nicht so diese waagerechte Linie hat, die das Bein so zusätzlich abhackt. So, wenn ihr aber keine langen Stiefel mögt oder euch keine zulegen wollt oder ihr auch keine findet, die über die Waden passen, absolut verständlich, geht mir auch meistens so, dann könnt ihr auch einfach eine Stiefelette zum Midi-Rock tragen und dazu dann eine Strumpfhose in einem ähnlichen Farbton wie die Stiefelette, und so nimmt das Auge einfach auch unten eine einheitliche Farbe wahr. Es wirkt nichts gestaucht und sieht tippitoppi aus. Nummer 7, Gürtel in neutralen Tönen. Womit man auch nie etwas falsch macht, sind zeitlose, hochwertige Gürtel in neutralen Tönen. Und auch hier würde ich wieder dazu raten, mir einen hellen und einen dunklen als Basic zuzulegen. Also da würde ich das Ganze auf die Farben eurer Schuhe und Handtaschen abstimmen. Also wenn ihr zum Beispiel eine cognacfarbene Handtasche habt, dann legt euch einen cognacfarbenen und einen schwarzen Gürtel zu. Oder ihr habt eine Tasche in Taupe, dann ein Gürtel in Taupe und in Schwarz. So, ich bin Fan von Wendegürteln, weil man da auch wieder die Vielseitigkeit hat. Ist auf Dauer budgetschonend und man stopft seinen Schrank nicht so voll. Diesen Wendegürtel, den habe ich mir vor 2 Jahren mal zugelegt. Also auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite ja so ein Nude-Rosé-Ton, der zu fast allem im Schrank passt. Und ich bin eigentlich nicht so eine Logo-Girl, aber das hier finde ich noch recht dezent. Es muss nicht Valentino sein. Auch dieser Gürtel von H&M, der ist, glaube ich, dauerhaft im Sortiment. Ist auch super, aus echtem Leder. Der hat auch eine gute Breite, so 2 cm. Passt irgendwie zu sehr vielen Outfits. Passt in die Jeans rein, aber kann man auch in der Taille tragen. Manchmal sind die Gürtel für die Taille halt so ein bisschen zu dünn oder die verschwinden irgendwie dann so ein bisschen optisch im Outfit. Das ist eine gute Breite. So, und hier ist der Goldton sogar noch ein bisschen besser getroffen bei dem H&M-Gürtel. Hier bei dem Valentino-Gürtel ist mir schon fast wieder ein bisschen zu gelblich. Hier glänzt es auch wieder schon wieder ein bisschen zu sehr. Aber ich finde diesen nicht ganz so gelblichen Goldton sehr gut bei diesem Gürtel. Und ich kaufe meine Gürtel auch immer in einer Länge, sodass ich sie sowohl in der Taille als auch an einer Hose tragen kann. Also so, dass sie an der Hose nicht zu kurz sind. Also ihr seht, hier ist noch, hier ist noch ein bisschen Platz. So, passt so gerade noch. Und auch in der Taille. Da finde ich dann hier noch das letzte Loch. Da kann ich das dann in der Taille befestigen. Ja, und nicht immer haut das hin, das ist klar. Manchmal braucht man auch einfach noch ein Loch am Ende für den Fall, dass man den Gürtel in der Taille tragen will. Dafür habe ich diese Zange hier mir mal zugelegt. Sieht gefährlich aus. Aber da hat man halt verschiedene Stärken und da kann man einfach selbst ein Loch ergänzen. Da ist auch hier so ein Lineal dabei. Da kann ich das alles ganz genau ausmessen. Und so ist mein Gürtel einfach extrem vielseitig und
Ich trage ihn einfach öfter. Nummer 8, die weiße Hemdbluse. Ist jetzt keine große Überraschung. Ich sehe auch einige von euch schon gähnen da in den hinteren Reihen. Ja, muss aber einfach erwähnt werden als zeitloser Joker im Schrank, der jedes Outfit clean, frisch, elegant wirken lässt. Vor allem im Herbst zum Layern unter Pullis oder Cardigans. Wenn ihr eine Hemdbluse für viele Jahre tragen wollt, dann rate ich euch zu einem Schnitt, der weder sehr eng noch sehr oversized ist. Die Sache ist, Klassiker zu finden, die über Jahrzehnte nicht out sein werden, ist nicht ganz so einfach, denn die Silhouetten verschieben sich über die Jahrzehnte. Die weißen Hemdblusen waren in den 2000er Jahren ausschließlich eng körperbetont tailliert. Dazu trug man enge Hosen. Jetzt in den 2020er Jahren sind sie fast alle oversized geschnitten und man trägt diese sehr weiten Hosen. Wenn ihr aber zu Schnitten greift, die weder sehr eng noch sehr weit sind, dann habt ihr am längsten was davon. Dann könnt ihr aktuell eine weite Hose dazu tragen und wenn eng wieder angesagt ist, eine enge, ja, wenn euch Trends wichtig sind. Ihr könnt auch einfach zu den Schnitten greifen, die euch am besten gefallen, die zu eurem Körper am besten passen. Dann tragt ihr sie aus meiner Erfahrung am häufigsten, einfach weil ihr euch darin wohlfühlt und euch selbst im Spiegel gefällt. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen inspiriert. Schreibt mir unten rein, was das Basic ist, ohne dass ihr im Herbst nicht auskommt. Und hier verlinke ich jetzt noch ein Video zu den größten Modetrends für Herbst, Winter 22, 23. Wenn ihr Lust auf noch mehr Modevideos habt, dann klickt das Glöckchen, um nicht zu verpassen. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dann!